Die Straubing Tigers mussten am 42. Spieltag Zähne zeigen, wollen sie noch die letzte Chance wahren, in die Top 10 reinzurutschen. Der Abstand von Tom Pokel und seinem Team ist groß, aber sie wollen nichts unversucht lassen. Pat Cortina ist auch noch nicht am Ende der Träume. Zwar Platz 5, berechtigt für die direkte Teilnahme der Playoffs, aber die Konkurrenz drückt von hinten nach. Straubing begann furios, das ist die Szene fast vom Bulli weg. Gleich die erste Aktion und die über eine wunderschöne Scheibenstaffette zum 1:0 nach nur 48 Sekunden. Mike Zelewski, der Torschütze. Schauen wir es noch einmal an. Mike Hatton, gut vorbereitet, zieht den noch besser platzierten Adam Mitchell und frei vor dem Tor von Dustin Strahlmeier. Mike Zelewski mit dem Treffer, der so viel Hoffnung macht im Lager der Straubing Tigers. Und da bringen sie sich aber schon wieder um den Lohn ihrer Taten. 11 Minuten noch zu spielen in diesem ersten Abschnitt. Der Riesenbock hinter dem Tor von dem renommierten Verteidiger der Straubinger, von Dylan Yo. Wo spielt der denn hin? Direkt auf den Stock von Will Acton. Der Topscorer der Schwenninger Wild Wings lässt sich diese Chance nicht entgehen. André Hult mit einer guten Vorcheckung setzt natürlich Dylan Yo unter Druck. Und Will Acton ist schneller an der Scheibe. Und es ist aus dem Nichts der Ausgleich. Passt genau und der 17. Saisontreffer. Zweiter Abschnitt genauso wie der erste. Straubing im Aufbau, Straubing drückt, geht nach vorne und dann von Adam Mitchell, der die Scheibe an André Hult verliert. André Hult zieht ab und passt genau neben dem Pfosten. 2:1. War aus der Hintertorperspektive, sehen wir es, noch etwas abgefälscht. Schwer für Sebastian Vogel. Bitter zu diesem Zeitpunkt. Straubing, die spielbestimmende Mannschaft, die bessere Mannschaft. Schwenningen kam nie zu ihren gefährlichen Kontern. Aber hatten auch ihre Chance über Damien Flury. Der geht aber nur an den Pfosten. Setzt nach und noch einmal die Möglichkeit aber bereinigt. Sehen wir von Flury noch einmal den guten Move, der aber nur für den Pfosten reicht. 2:1, Schwenningen in Führung nach wie vor. Und wieder aus dem Nichts. Ein Schwenninger Angriff, einer der wenigen. Kali Kayuma zieht ab. Gut bedient von Will Acton. Und auch der passt genau. Zunächst mal die Situation entschärft, aber immer wieder dieses Nachsetzen. Und der kluge Pass aufgelegt auf Kayuma. 3:1. Wieder aus dem Nichts, wieder bitter für die Hausherren, die immer noch die Köpfe nicht hängen ließen. Immer noch das Spiel bestimmten und Schwenningen nicht nach vorne kommen ließ. Eine der wenigen Möglichkeiten über das schnelle Spiel, über Bartalisch, der scheitert zunächst mal und dann mit einem hervorragenden Save. Sebastian Vogel verhindert da gegen Simon Danner einen wesentlich höheren Rückstand. Erste Chance vereitelt, die zweite auch. Freistehend Danner bringt die Scheibe nicht im Tor unter. Letztes Drittel. Alles nach vorne für die Straubing Tigers. Sie brauchen jeden Punkt und sie waren auch die 7. Minuten immer im gegnerischen Drittel. Nahezu. 3 Minuten auf der Uhr. Crunch Time. Und was machen sie in Überzahl? Genau das Tor zum wichtigen Zeitpunkt. Jeremy Williams. Gut herausgespielt. Endlich mal eine Szene auch im sonst so vernachlässigten Powerplay-Aufbau zum 3:2. Es folgten aber Strafen gegen die Straubing Tigers. Völlig unnütz. Und so brachten sie sich am Ende wirklich um den Lohn. Der Faustkampf ging auch noch unentschieden aus. Will Acton gegen Alexander Dotzler. Die Stimmen nach dem Spiel. Unsere Siege sind immer sehr hart erkämpft. Wir haben es verpasst im zweiten Drittel wirklich vielleicht den Deckel zuzumachen. Hat man mehrere gute Scoring-Chances mit Pfostentreffer, mit dem leeren Tor. Und da hat der Vogel Basti wirklich seinen Job super gemacht. Dass es dann wieder so spannend wird, ist natürlich nicht unser Ziel. Aber wie die ganze Saison schon, ist wirklich jedes Eintrittsgeld gegen uns ist es wert, weil bis zur 60. Minute durchgespielt wird. Unser Problem ist, wir haben die ersten zwei Tore von die Schwenninger einfach geschenkt. Ich habe einen blöden Fehler gemacht beim zweiten Tor. Das darf nicht passieren. Das hat
auch passiert gegen Bremerhaven letzte Woche. Ja, es ist schade, dass wir wieder verloren haben. Die dritte Heimniederlage in Folge und der Traum der Schwenninger Wild Wings geht weiter mit den wichtigen 3 Punkten. Festigen sie einen Platz bei den ersten 6. Direkte Playoff-Teilnahme winkt.